Bis jetzt läuft es sehr gut, muss ich sagen, zu gut. Man muss natürlich danach ab und zu die Nerven bewahren, wenn irgendwas mal kurzfristig nicht ganz 100% ist, aber das ist normal im Leben. Es war sicherlich stark der Grund, dass ich schon lange in derselben Branche arbeite. Sprich, ich bin in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und man lebt dort ein bisschen so immer auch mit der Polarität, dass man einerseits die Stabilität sucht. Was mich dann immer so von einer Obersicht interessiert hat, ist, was man auf der strategischen Seite noch ändern kann, auf der Prozessseite. Der Titel Future Skills hat mich dann angezogen und natürlich auch diese klassischen Gegenstände wie ein Accounting. Die wichtigsten Learnings sind natürlich, dass man sich nicht nur intern orientiert, sondern auch extern orientiert. Also was tut sich wirklich bei den Tools, was tut sich von der Gesellschaft her, was sind die Erwartungen. Ja, für mich ist natürlich immer mit als Mutter von drei Kindern die größte Herausforderung, dass man das Ganze managt und dass man da Leute im Hintergrund hat, auf die man sich verlassen kann. Dass man, wenn man dann unterwegs ist, arbeiten, Studium, auch in der Freizeit natürlich einiges investieren muss an Zeit, dass man da genügend Rückhalt hat. Ich bin sehr stark englischlastig durch meinen Beruf auch unterwegs. Also M würde für mich für Masterly, für meisterhaft stehen, meisterhafte Ausbildung. Ja. Das B für Business Savory, also geschäftstüchtig. Wie werden wir geschäftstüchtig mit den Tools, die wir da lernen? Und E für Advanced, also für schon Individuen, die ganz herausragend ausgebildet werden.